Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht es mit No Man's Sky und mit Mission unter dem Rebellenstern. Das ist das heutige Missionsziel. Ich bin jetzt in das System geworbt und wir müssen jetzt bloß noch die Location von dem verlassenen Schiff anfliegen. Zudem habe ich mir jetzt die komplette Angelausrüstung einmal gebaut, wenn wir nachher noch, ich sag mal, einen Planet mit einem Gewässer, mit einem Ozean, mit einem Meer, mit Wasser finden. Werden wir auch noch etwas angeln. Ich hatte mir jetzt schon Köder hergestellt. Ich habe mir die Angel im Multiwerkzeug hergestellt. Und dann habe ich noch die Materialien mit, dass wir noch eine Fischreuse bauen können. Ja, das wird auch sehr spannend, finde ich. Aber erstmal etwas mit Mission weiter. Wir haben ja gesagt, wir haben so viele Missionen. Und wir machen sie Spaß. Man hat immer Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Und deswegen gibt es erstmal immer zu Beginn jetzt wahrscheinlich ein Stückchen Mission. Und dann gucken wir einfach mal, wie es sich so entwickelt. Die letzte Mission, da sollen wir ein U-Boot bauen. Da muss ich aber erstmal schauen, genau was wir da für Materialien brauchen. Und da brauchen wir natürlich auch erstmal einen schönen Ozeanplaneten. Wenn wir heute einen finden, gucken wir mal. Vielleicht können wir das sogar auch noch erledigen. So, hier habe ich direkt was entdeckt. Das könnte schon unser Ziel sein. Obwohl, wir sollen ja ein verlassenes Schiff. Hier sind Blitzkristalle, da könnten wir auch gleich mal looten gehen. Ah, jetzt löst er sich auf, gut. Da hat sich das erledigt. So, der ungefähre Standort. Ja, jetzt sehen wir ein bisschen was. Hier liegt ein Schiff. Ja, mit den ganzen Upgrades, da müsste mir echt noch ein bisschen Zeit geben. Da bin ich jetzt nicht so der Freak dafür, der da wirklich alles jetzt perfekt machen muss. Ich werde das Stück für Stück upgraden. Ich habe auch festgestellt in den letzten Kämpfen, dass unser Schiff echt mehr Feuerkraft benötigt. Und auch da muss ich dann wirklich mal weiter Upgrades einbauen. Aber wie gesagt, Stück für Stück. Ich bin da jetzt nicht der Typ, der jetzt die ganzen Stationen abklappert und mit Ach und Krach hier die Upgrades haben muss. Von daher seht mal nach, wenn ich euren Kommentaren nicht sofort nachkomme. Ich habe es ja natürlich immer gelesen und ich versuche mich auch immer wieder dran zu erinnern, dass da noch was offen ist. So, dann habe ich gesehen, hier gibt es noch ein Technologiemodul. Aber eines, was ich schon gemacht habe, ich habe jetzt mal... Oh, jetzt haben wir die Angel in der Hand. Genau, ich hatte jetzt mal hier eine Waffe aus dem Multiwerkzeug ausgebaut, dass wir die beim Durchklicken nicht immer mit zwischendrin haben, weil wir sie eh nicht nutzen. Nun habe ich aber gerade hier noch die Angelausrüstung reingepackt. Ich muss mal sehen, wenn ich mir noch ein zweites gutes, ich habe zwar nochmal genau dasselbe Multiwerkzeug, aber ein zweites anderes dann nochmal direkt für so eine spezielle Ausrüstung zulege. Dass man auch nicht immer wie jetzt hier beim Durchscrollen auf Angelausrüstung oder was später vielleicht noch dazu kommt, stoßen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, gebrochen Laden, zwei Stück. Auch noch die Kisten. Sauerstoff, ja, genau jetzt, wo ich das sehe. Ich habe vorhin irgendwas bauen wollen. Ich weiß jetzt nicht mal genau. Es war... Ach, dieses Antimaterie-Gehäuse. Ich wollte hier weitere Slots freischalten. Und da habe ich gesehen, unser Sauerstoff ist alle. Weil wir zu lange nicht mehr gefarmt haben.
Das heißt, können wir auch gleich nachher mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Sauerstoff abbauen. So, alles klar. So, wie geht es weiter? Beschädigtes Raumschiff. Gucken wir es uns an. Ja, eine Lebensform ist in der Nähe. Die haben wir entdeckt. Wo ist er weg? Nee, der ist natürlich nicht weg. Er rennt hier bloß irgendwo rum. Da steht er. So, hoffen wir mal, dass wir hier die eine sicherlich für die Reparatur mithaben. Anbieten, es zu untersuchen. Wir brauchen ein Glas. Na super. Das haben wir nicht, aber was wir haben, ist ja die mobile Raffinerie. Lass mich mal ganz kurz Gefahrenschutz aufladen. Wir haben die Raffinerie. Ach, das ist die normale. Ich guck mal, ich hoffe mal, das geht jetzt. Da brauchen wir. Da brauchen wir. Ich sehe es gar nicht. Dieser ganz normale Sand. Ja, Silikatpulver. Einmal Glas. Okay. So. Genügt mir erstmal. Hat sich die Raffinerie das erste Mal richtig bezahlt gemacht, ansonsten hätten wir ein Problem gehabt. Obwohl, die mobile kann man ja immer auch bauen. Da müsste ja das Glas auch funktionieren. Standortdaten vom verlassenen Schiff erhalten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ist denn das überhaupt unsere Mission hier? Er sagt hier irgendwas von F. Wir sollen das erstmal scannen. Ansehen verringert. Okay, ja, verstehe die Welt nicht mehr gerade, aber dann ist es so. Ich glaube, das war gar nicht. Das war gar nicht das, was wir suchen wollten. Ich hatte mich ja schon gewundert, warum dieses Totenkopfzeichen, also was die Mission kennzeichnet, gar nicht zu sehen war. Aber naja, gut. Streublaster, Impulswerfer, Minenlaser, jetzt haben wir. Dann gucken wir mal nach ein bisschen Sauerstoff noch. So, da unten haben wir es im Dunkeln. Ja, wer soll das sehen? Kohlenstoff.
bald. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Eine schöne kleine Loot-Tour. Einfach mal mit dem Laser draufhalten. Ist doch fast dasselbe. Da waren wir doch schon nah dran, oder? Das ist ja ein Ding. Wenn er jetzt wieder ein Glas braucht, na dann. Dann fress mal einen Besen. Was denn Sinne? Notrufsignal. Protokoll herunterladen. Cockpit-Aufnahme wiederherstellen. Treffpunktsignal nehmen. Treffpunktsignal aktivieren. Ah, wirklich wilder Planet hier. Wilder Planet. Was ist jetzt eigentlich mit dem Schiff? B-Klasse. Leichen. Schiffanspruch. Okay. Ja, nicht, dass wir das wieder vergessen. Ein guter Hinweis vom Six. Ich hatte das ja komplett vergessen gehabt, dass man das überhaupt mitnimmt, das Unterwasserschiff. Und ja, da mache ich wieder weg und da lag es da. Ah, das geht nicht. Da gibt es noch eine Kanone. Oder? Nee, die Kristalle konnte man ja nur per Klick abbauen. Ich wollte sagen, es gibt ja noch so eine Rahmenmanipulator-Kanone fürs Raumschiff. Aber würde ja auch nicht funktionieren. Nicht dieser Planet. Okay, na dann. Auf! Checken wir erstmal die ganzen Antriebe. 63%. Da brauchen wir noch nichts. Obwohl. Neon können wir es aufladen. Zack, brauchen wir noch nichts nachladen, aber. Atmen wir alles wieder auf. Okay, Sauerstoff nehmen wir nicht. Sieht alles gut aus. Das können wir noch entpacken. Coax-Gehäuse.
Treffpunkt-Navigationssignal, aber ich sehe keinen Planeten. Verfallener Frachter. Wir haben ihn. Verwende den Raumschiff-Scanner C, um das Navigationssignal anzupingen. Na gut, brauchen wir nicht. Wir sind ja da, oder? Stelle dich dem Ruf. Weise den Ruf zurück. Nö, wir stellen uns dem Ruf. Ich höre nur ein Rauschen als Antwort. Das bedeutet, wir fliegen da jetzt hin. Folge der Stimme der Freiheit. Das ist jetzt eine gute Frage. Der Frachter ist ja rot markiert, verfallener Frachter. Die Markierung ist jetzt woanders. Aber wenn er verfallen ist, ist er kaputt. Dann soll der uns nicht weiter interessieren. Sengend heißer Planet. Sieht aber nach sehr viel Wasser aus. Was uns dann zum Angeln überleiten lässt. Ungefährer Standort, hier muss ich landen, denn ich weiß nicht, was ich hier genau suche sollte. Das wird uns ja nicht gesagt. Komm, lande. in diese Richtung. Okay. Sauerstoff, Kohlenstoff.
Ach komm, da können wir einfach auch nicht vorbeigehen. Oh, ups, ich dachte, das ist eine Pflanze. Mein Fehler. Oh, da haben wir sie ja. Ja, angeln wollen wir auch nicht. Endlich wollte ich ihn einfach bloß abmurksen. Pulswerfer. Gelbe Kisten. Und zwar sind sie doch mal rot. Nach dem Ende der Übertragung beginnt das Terminal einen Sicherheitspass auszudrucken. Offenbar eine Einladung, diese Stimme der Freiheit zu treffen. Wir nehmen die Einladung an. Eintrittskarte in die Freiheit. Na, das machen wir heute noch fertig jetzt. Wo gibt es bei ihm noch was? Auf das Datentablet tippen. Ich sag mal 16. Ich glaube, die 16 kamen uns da immer wieder über den Weg. Ja, schüttelt den Kopf. Aber Nanita mal halten. Eilenstein, Gesandter, Aliens getroffen, 60. So, bevor wir abheben, gucken wir erstmal, was die Mission sagt. Aktiviere den Pass im Inventar. Ins All, um die Galaxiekarte aufzurufen. Kleiner Rundflug, einfach mal gucken. Manchmal entdeckt man ja
beim Erkunden tolle Sachen. Ich denke mal, angeln werden wir dann zusammen mit dem Unterwasserboot in ein Video packen. Erstmal zusammen angeln, das U-Boot bauen, beziehungsweise erstmal die Station dafür bauen und schauen, was wir überhaupt dann für Material benötigen. Ich denke mal, das ist dann ein guter Plan. Suchen wir uns einen schönen Planeten, wo jetzt nicht unbedingt so stürmisches Wetter ist. Es gibt ja Köder für tagaktive, nachtaktive, stürmische und normale Fische. Also eigentlich spielt es keine Rolle, auf was für einen Planeten oder auf was für ein Wetter wir stoßen. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Jetzt gucken wir, wo führt uns... Wir sollten ins All, haben sie gesagt. Das könnte jetzt sogar ein System sein, wo wir zuvor noch nicht waren. Gesetzlose Station. Das sieht ja mal schick aus. Ich habe schon Fregatten gesehen. Rekrutierbare. So, irgendwo außerhalb ist ein Frachter mit Fregatten. So. Jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Wir haben den Gate. Waffenterminal. Schrotthändler, eigentlich genau dasselbe. Ist halt gesetzlos. Oh, ist das vielleicht sogar so eine Station, wo die Piratenfraktion aktiv ist? Wo wir dann endlich mal unsere ganzen Piratentransponder eintauschen, abgeben oder verkaufen können? Bergungshändler. Ja, Schwarzmarkt. Raumschiffausstattung. Auch ein tolles Schiff hier. Ist ein A-Klasse. Ich gucke gerade. Es ist... Ja, Solar sagt mir nichts, was das jetzt ist. Ob das der Kunder ist? So, Anzug-Upgrade. Upgrade nutze ich. Wir packen das in Technologieslot. Wo waren wir bei ihm schon? Schmuggelagent, Schwarzmarkt, Versand und Empfang.
Na gut, verkaufen wollte ich eigentlich wenig. Ich sehe aber auch nichts, was wir jetzt unbedingt verkaufen müssten. So, es ist die Frage, was soll man denn hier machen? Wen soll man denn ansprechen? Schließe lukrative Mission für den Kopfgeldmeister der Station ab. Erwirb gefälschte Pässe. Okay, Kopfgeldmeister. Den haben wir noch nicht gefunden. Kopfgeldmeister. Das war der Schrotthändler. Piratenmeister. Ja, oben haben wir. So, wir sollten gefälschte Pässe kaufen. Ein Hauptschiff überfallen, illegale Fracht abliefern, illegale Fracht abliefern, gefälschte Pässe. Ich glaube, das war damit gemeint. Illegale Fracht abliefern, verbotene Waffen. So, das nehmen wir mal an. Liefer Relikte der ersten Gebrüdeten sicher ab. Relikte haben wir, okay. Die sollen wir dann sicher abliefern. Aber wisst ihr was? Wir machen hier mal so einen kleinen Cliffhanger rein. Ich würde sagen, das wird sich noch ein paar Minütchen hinziehen. Ich würde gerne hier und heute erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Nächste Folge starten wir direkt hier weiter, liefern dann die Fracht ab und schauen, ob wir sogar vielleicht die komplette Mission durchbekommen. Bis dahin, macht's gut!